Unser langentarischer Schatz ist ein Thema, die wir schon mehrmals durchgenommen haben, aber immer, wenn man über sie redet, immer kann man es ganz anders sagen und man sollte das auch immer machen, weil eigentlich sind das die relevantesten Sachen, die wir im Notfall entscheiden sollten und irgendwie die Skills dazu haben, sie zu interpretieren und zu handeln. Mehrmals haben wir gemacht, das wurde leider nicht aufgenommen, deswegen habe ich diese Themen wieder gewählt. Und es geht um Breitkomplex-Tachykardien. Bei Breitkomplex-Tachykardien muss man natürlich wissen, was es sein könnte. Aber wenn man das nicht weiß, dann muss man wenigstens die gefährlichen Arten der Breitkomplex-Tachykardien kennen. Und die sind too slow and too wide. Zu langsam für eine Tachykardie und zu breit. Dann sind es die gefährlichen. Und dann sollte man handeln. Und ich zeige euch dann wie. Eigentlich sind es nur drei Sachen. Sarah kennt das schon. Aber wir gehen Schritt für Schritt weiter. Gut, ask only three questions. Florian. Julian, sorry. Flo ist schon weg. Oh. Wirklich? Also, drei Fragen muss man sich stellen, wenn man eine Breitkomplex-Tachykardie sieht. Welche Fragen sind das? Also bei jeder Tachykardie allgemein oder bei jeder EKG-Interpretation, die relevant ist. Die Frequenz. Genau, wie schnell, richtig? Muss ich bei der Tachykardie unterscheiden, ob es aus dem Vorhof oder aus der Kammer kommt, oder die Breite? Ja, aber das schaffst du nicht im Stress, im Schockraum, weißt du? Aber die Sachen schaffst du schnell oder langsam, das entscheidest du weiter. Dann hast du ja vorhin schon gemeint, dass die Breite. Genau, wie breit sie ist. Und dann gibt es noch eine dritte, ob sie wirklich regelmäßig ist. Ja? Und ist der Patient stabil oder instabil? Richtig. Würde ich mir in der Situation auch noch die Frage kurz stellen. Vielen Dank, genau. Ja, ich glaube, wenn er einsteigen ist, dann merkt man das schneller. Oder? Und da wird das EKG wahrscheinlich auch schneller gedreht, wenn man dazu überhaupt kommt. Ja. Dann muss ich überhaupt einen Rhythmus haben. Gut. Das ist eine Studie, wo man Breitkomplex-Tachykardien behandelt hat. Und die ganzen älteren Studien haben immer davon gesprochen, dass man sie einfach mit Amiodarone behandeln soll. Und in den Guidelines, den neuen, die sind jetzt gerade erschienen, die ACLS-Guidelines neuen, also die europäischen jetzt und die ACLS ein halbes Jahr davor, neuen REA-Guidelines, zeigen, dass Amiodarone eigentlich ist, kann man immer machen. Aber es gibt Studien, die gezeigt haben, dass es noch ein Mittel gibt und das ist eigentlich besser. Und es macht auch weniger Nebenwirkungen, ja, und ist effizienter in der Behandlung einer Breitkomplex-Tachykardie, also einer Kammer-Tachykardie, und das Procainamid. Das ist hier in der Schweiz nicht erhältlich, aber ich will, dass es weißt, weil es ist in den Guidelines jetzt auch drin, Procainamid oder Amiodarone, beides ist gleichwertig, ja. Und das ist anhand der Studie pro Procainamid. Amiodarone, das ist ein eisernes Hemd, was man immer weiß. Das weiß ja der Chirurge, breit gibt Amiodarone, komisch gibt Amiodarone. Aber die Studien für Breitkomplex-Tachykardien oder für Kammer-Tachykardien, muss man sich die Inklusion anschauen, war, ist das Procainamid effektiver gewesen. Gut, das ist ein 55-jähriger Mann. Übelkeit, somnolent und präsentiert sich und man macht den Puls und der ist hoch, dann dreht man natürlich ein EKG und diese EKG dreht man. Was kann man jetzt, welche drei Fragen kann man beantworten? Dann sieht die Komplexe schon recht breit aus. Genau. Ziemlich langsam. Ja, wie langsam und wie breit? Ab wann ist breit, oder? Jemand kann sagen, ja, ist breit.
Ist es sehr breit oder ist es sehr breit? Sehr breit. Was heißt das? Ab 5 kleinen Kasteln ist es für mich breit. Ja. Und es sind sicher, also über 10. Richtig. 15 oder schaut mal, wie einfach, oder? Nur ein Box, einfach ein Box, die Referenz nimmt, fertig. Nichts weiter spekulieren. Gut, weiter. Die Geschwindigkeit, wie ist die? Andere haben eine Meinung. Ich finde 100 gut. 100 ist gut, 100 sind 3 Boxen. Also in diesem Fall wären dort 100, ja. Das wären 100, sind genau 3 Boxen. Und was ist hier für eine Geschwindigkeit? Das ist 2,5 Boxen, wie viel ist das? 3 sind 100, 2 sind 150 ja. Und 2,5 ist 150. Ja, genau. Also zwischen 100 und 125 läuft der Mensch. Und also es ist sehr breit, mehr wie eine Box. Und er ist nicht so schnell, wie man erwarten würde von der Kammer der Herli. 125 ist gerade mal die Grenze, dass es überhaupt da hingehört ist. 125, ja, okay, das ist schon eine Tachykardie. Relevant. Und gerade nach dem ACLS wird immer gesagt, wo, ab wann sie relevant, oft klinisch relevant ist, eine ab 120, sagt man. Ja. Das nur nebenbei. Gut, ist sie. Und die dritte Frage, was war die dritte Frage? Regelmäßig? Genau. Ja oder nein? Ja. 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 Gut, was macht ihr jetzt mit dem? Wir haben zwei Fragen beantwortet. Strom. Wieso? Weil du das mir so eingebläut hast, weil ich finde den eben instabil. Der hat Zeichen von Instabilität, der ist somnolent, der ist schwach, hat Übelkeit. Ich habe Angst, dass der gleich... Okay. Weil wenn es ihm später lange dauert, dass du jemanden bringen musst, dass er dich ihm einschlägt und so, ist mal gut, dass du schon mal anrufst, das ist klar. Ja, wenn er weg ist, dann gibst du Strom, das ist klar, oder? Nehmen wir mal an, der ist jetzt 110 auf 80. Ist normoton, hat Übelkeit, spürt sich somnolent an. Dann gebe ich Amiodarone. Wieso Amiodarone? Weil du das gerade gesagt hast. Nein, nein, das war bei Kammer-Tachykardie in die Studie. Das war bei den Kammer-Tachykardie. Ja gut, aber er ist über 120. Könnte ich jetzt einfach mal geben, 150 Milligramm. Ja, und was haben wir uns damals gesagt, wenn der Kur ist komplex zu breit ist? Mehr wie eine Box. Fink, denke an was? Zu breiter Kur ist komplex, das macht das Herz nicht. Das macht dann eine Narbe. Nicht eine ischämische Kardiomyopathie oder etwas, was eine Kammerdach, typische Kammerdach macht, das nicht. Nicht mehr wie 200 Millisekunden macht es. Macht nicht mehr breiter als eine Box. Wenn es viel breiter ist, dann ist was? Dann ist das herzableitende System, der Herz ist vergiftet. Du kannst ihn nicht noch mehr vergiften. Mit Amiodarone, nein, zu breit gibt es kein Amiodarone. Okay. Okay? Was machen wir dann? Think Tox und Metabolic. Was macht ihr dann? ABGA ganz schnell. Ja, man ist, genau, könnt ihr machen. Aber ohne dass du die ABGA hast, ist eigentlich nur so nicht viel relevante Gründe, die das machen, wenn der Querskomplex zu breit ist. Genau, das Kalium ist ein Punkt. Ja. Kalium, Azidose oder eine Intoxikation mit Natriumkanalblocker sind die häufigsten 3, die das machen könnten. Also metabolisch, azidotisch, Hyperkalämie, Intoxikation mit Natriumkanalblockern. Ja. Und Amiodarone ist ein Natriumkanalblocker. Ja, die würde ich da nicht reinnehmen.
Okay, lieber Strom, das macht ja nichts, oder? Ich finde das immer super mit Strom, aber... Aber es ändert dann auch nichts. Es ändert nichts. Versteht ihr das? Ja. Es ist vergiftet. Du kannst nicht die Steckdose raus, den wieder reintun. Es ist einfach vergiftet. Ja? Oh, wie schön, dass du... Amigo, da war eine Bibel. Das passt mir so schön in meine Präsentation. Ja? Also, actor cardioversion will not work. Amiodarone can kill. And hyperkalemia is the case. Was machen wir, wenn wir noch da? Der ist immer noch da. Wir blitzen, geht nicht, kommt wieder. Insulin und Glucose? Mhm. Also war nur Hyperkalemie. Ja, das kannst du machen. Ja. Aber im Notfall machst du was anderes, du stabilisierst die Membran im Herzen. Du gibst Gluconat oder Chloat. Gluconat ist besser für die Venen. Ist zwar, muss man zwar höher dosieren, man gibt immer nicht eine Ampulle, sondern immer gleich zwei. Ja. Wenn man schon im Notfall so einen Patienten sieht, dass er es wirklich braucht, Calciumgluconat. Und wenn der Patient irgendwelchen anderen Grund der Intoxikation hätte. Ja, hier wissen wir es, Hyperkalämie. Aber das spielt ja keine Rolle. Wir wissen es nicht. Aber es ist zu breit und es ist relativ langsam. Es klingt wie eine vergiftete, Breitkomplex sagt gerne, ein vergiftetes Herz. Das heißt, wir geben Entgiftungsmittel, wir geben das Calciumgluconat, das das Kalium stabilisiert, die Membranen. Es sinkt nicht das Kalium. Das Sinken des Kaliums ist die zweite, nächste Ausnahme, die man macht, wenn man erstmal den Rhythmus hinkriegt. Ja? Bei instabilen Patienten so mit Insulin, Glucose, das ist jetzt nicht gerade. Oder ich würde lieber stabilisieren. Und wenn es ein anderes toxisches Mittel ist, dann geben wir NABIC. Natriumbicarbonat, ja, gegen Natriumkanalblocker. Deswegen ist es nicht falsch, wenn er immer gleich beides gibt. Weil ihr wisst ja nicht, was es sein kann. Aber ihr wisst, es ist viel zu breit und es ist relativ langsam für eine Kammerdach. Ja, das heißt, es kann gut eine toxische oder metabolische Ursache sein, oder? Wenn du aber klare Hinweise für eine Hyperkalämie hast, spitze T-Wellen, Rightward Shift oder Tall Arrhythmia, AVR und V1, okay, dann passt es ein bisschen, ja, aber das kann auch Natriumkanalblocker können das haben, ja, also die spitzen T-Wellen zwar nicht, das machen Natriumkanalblocker nicht, ja, man kann da denken, oder man kann eins und dann das andere probieren, ja, oder die ABGR, wenn wir sie so haben, dann ist klar, ja, aber wir müssen immer wissen, wie, in welchem Schritt man ist, weil im Notfall ist es immer komplex, die Informationen kommen Schritt für Schritt, oder? Du denkst nicht das Erste und schon kommt eine neue Situation, neues klinisches Setting, du bist dynamisch, oder? Und ich versuche euch in jedem Schritt zu sagen, was man machen könnte. Und jetzt machen wir das Worst-Case-Szenario. Ihr habt die Breitkomplexität, die zu breit ist und relativ langsam. Und ihr habt jetzt noch nichts und jetzt wollt ihr gerade was machen, oder? Natürlich, umso instabiler, umso desto Strom. Desto instabiler, desto Strom, das ist klar. Ja? Aber ihr wisst, ihr habt auch andere Mittel. Ja? Und gerade bei toxischen Metabolischen hilft das ja zum Schluss auch nicht. Ja? Die 45-Jährige, mein Gott, mit so einem EKG hat Brennen an der Brust, Nausea und Vomiting. Was machen wir? Ist noch stabil. Du machst genau das, was wir gerade besprochen haben. Wieso? Also es ist breit, aber jetzt warte mal, es sind auch zwei Kastern ungefähr, gell? Ist das richtig? Ja, nee, vielleicht anderthalb. Also es ist nicht zu schnell für ein Kammerdach. Also es ist nicht so schnell wie ein Kammerdach, das ist klar, oder? Wir sind wieder irgendwo zwischen 150 und 100. Ja, zwischen 3 und 2 Boxen und ist breit. Wie breit ist es? 2 Kasten. Ja, fast 3,5, oder? Das ist viel.
mega viel. Regelmäßig. Ja, und es ist wirklich regelmäßig, oder? Das heißt, wir geben eine Entgiftungskur, oder? Wir geben Calciumgluconat, wir geben Natriumbicarbonat, ja? Also, der Patient, der braucht das. Ja, sie brauchen Natriumbicarbonat. Natürlich, diese Patienten, die brauchen dann zum Schluss wahrscheinlich ECMO und eine Hämodialyse, oder? Aber zuerst muss der Patient erstmal überlebensfähig sein, dass er überhaupt irgendwo an eine Maßnahme kommt. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst nicht viel machen. Du kannst nur das geben, dann kannst du hoffen. Ja? Du kannst nicht viel anderes machen. Und du musst es auch relativ schnell erkennen und machen, oder? Und das will ich euch sagen, eigentlich sind es keine großen Sachen, ganz primitive Take-Home-Messages. Wenn es zu breit ist und es ist relativ langsam, Think, Tox und Metabolic, denke daran, dass es vergiftet sein kann. Und gibt beides, es schadet nicht. Es schadet nicht, wenn es gibt und hat es nicht gebraucht oder du kannst ihn damit nicht umbringen. Ja. Das sind ja Cinevapes, man sagt zu dem Cinevapes, oder? Bei einer ganz schweren Hyperkalämie, aber das ist deswegen, weil Kalium vergiftet. Das blockt die Natrium-Kaliumpumpe und den Transporter und das vergiftet das Herz einfach. Und zum Schluss die Vergiftung im Herz sieht immer gleich aus. Es geht dann in diese Richtung. Es wird immer breiter, es wird zu einer Tachykardie, aber 115 pro Minute steht da oben, oder? Das heißt, Martin, noch eine Frage. Ja. Wenn man jetzt in einem Reanimationszyklus ist und dann will man ja diese Ursachen beheben, die man beheben kann, und dann sehe ich als Hyperkalient, gebe ich dann auch in der Reanimation das beides einfach. Ja, klar. Danke. Das Wissen hilft ja nichts. Ja. Oder? Das ist, ACLS ist für alle. Mhm. ACLS ist für den HNO-Arzt. Mhm. ACLS ist für den Chirurgen. Oder? Aber man muss auch think out of the box, oder? Weil ACLS teach das ja auch. Man oft kommt man gar nicht zu dem, oder? Weil man hat ja 20 Minuten und dann, ja, dann ist fertig. Und 6 T's und 6 H's. Können wir das mal zusammen durchgehen? Danke für den Input, oder? Weil jetzt kommen wir zu relevanten Themen. Ja, 6 T's und 6 H's. Hypovolemie, ja. Hypothermie, mhm. Hyper- oder Hypokaliämie, mhm. Hypoglykämie. Ja, wenn 6 H's, dann ist die Hypoglykämie mit drin, das ist das 6. Genau. Und weiter? Also ich weiß noch, Intoxikationen. Das ist Tox, das ist T. Ja. Bei H's. Jetzt noch H plus Azidose. Ja, ja. Die ist noch dabei. Ja. Gut, und jetzt das andere, die T's. Intoxikationen. Tox. Ja. Spannungspneumothorax, Thrombose. Tension Pneumothorax. Sehr gut, Thrombosis, ACS und Lungenembolie. Ja. Richtig. Dann? Ja, wenn wir bei 6T sind, dann braucht es noch die Trauma. Haben wir jetzt alle? Lungenembolie und ACS sind 2 unter Thrombosis. Dann hast du Tox gesagt, dann hast du Tension Pneumothorax gesagt und das 5. ist Trauma. Eben, weil der ACLS kommt dann, behebt diese Ursachen, aber dann wird gar nicht mehr weiter erzählt. Ja. Also weißt du, wie ich meine, wenn ich dann jemanden mit einer Hyperkalämie habe, ich würde jetzt denken, okay, Insulinglucose macht wahrscheinlich in dem Setting dann gar nicht so viel Sinn. Also, deswegen die Frage, dann gebe ich das wahrscheinlich auch in der laufenden Reanimation. Ja. Ich sehe plötzlich das Hyperkaliäm, dann gibt es Calciumgluconat und Natriumbicarbonat. Richtig, aber denk dran, diese Situationen, dann ist es oft schon zu spät. Weil bei ACLS musst du erst den Kreislauf wieder hinkriegen und dann ist oft zu spät toxische metabolische Ursachen. Wenn du den Kreislauf nicht hinkriegst, dann schaffst du es nicht. Und wenn der intoxikiert ist, dann kriegst du es mit dem Blitz nicht hin. Und dann kommt das Kalium auch gar nicht ran. Durch Pumpen vielleicht teilweise. Also eigentlich ist dann schon zu spät.
weißt du? Deswegen ist es eigentlich, man hat es ja in der Erfahrung wahrscheinlich gesehen, dass es wahrscheinlich nicht mehr relevant ist, weil dann ist es schon zu spät. Du musst ihn früher erkennen, weil wenn er schon abstellt und nicht metabolisch kaputt, dann kriegst du das Kalium in ihm gar nicht mehr. Und dann kannst du blitzen und dann geht es weiter. Aber du kannst versuchen, was geht, aber... Und Adrenalin gebe ich ja dann im Zyklus normal und Amiodaron würde ich dann auch weglassen. Wäre dann auch, obwohl es ja eigentlich... Ja. Okay. Obwohl es eigentlich in den Guidelines steht. Da hast du recht, ja. Aber die Gefahr ist, dass man es wahrscheinlich erst mal gibt. Ja, also... vorher schalten. Genau. Ja, das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast. Eigentlich solltest du es nicht geben und es steht fest in den Guidelines drin. Und ich würde dann auf die Geschwindigkeit schauen, also wenn es. Also er hat ja keine. Die Geschwindigkeit auf dem Monitor ist die Geschwindigkeit, wie stark wie jemand tritt, wie Sarah in den Reitpunkt. Stimmt auch. Das könnte schon so 100 sein, siehst du das wahrscheinlich. Ja. Stimmt. Zwei Minuten geht es bei 100 und dann muss ich wechseln. Was machen wir? Stabil? Noch? Nein, es sieht wieder regelmäßig aus. Wie schnell ist das? Das sieht gar nicht regelmäßig aus. Wieso? Weil ich gerade wollte schauen, wie die Frequenz ist, aber wenn ich dann gucke, das ist ja ganz unregelmäßig. Genau, ihr müsst aufpassen, wenn es viel zu schnell ist, dann müsst ihr wirklich gut schauen, ob es auch regelmäßig ist. Ja. Eigentlich nicht. Ja. Da sieht man schon. Und Tachykardie, Kammertach sollte eigentlich auch, oder eine operative Schmalkompass, also SVD, supraventrikuläre Tachykardie mit Operation sollte ja regelmäßig sein und sollte monomorph sein. Sollte immer dieselbe Operation sein. Das hier ist ja polymorph, was ist das? Polymorph, Dorsant. Und ist für die Regelmäßigkeit nur Breite entscheidend oder auch die Abstände und die Amplitude, also alles oder nur? Regelmäßigkeit ist halt, du musst irgendeine R demarkieren, ja. Oder? Und du musst aussehen, wie es ist. Also schau mal, zum Beispiel in V1 weiß ich ganz genau, dass das hier ist eine Welle, T-Welle, ja. Das ist das R. Und dann kann ich hier mal durchgehen und du siehst, oder? Ja. Das ist nicht regelmäßig. Also. Das ist nicht regelmäßig, ist polymorph, oder? Und die Öfter hat gesagt, ist ein Torsat. Torsat ist eine polymorphe Kammertachykardie, die durch ein QT entsteht. Oder wenn es keine QT-Verlängerung gab, die das ausgelöst hat, dann gibt es auch das Magnesium. Wenn es keine hat, dann ist es eine polymorphe Kammertachykardie. Aber das ist ja nicht regelmäßig. Das ist ja keine Kammertachykardie. Die müssen ja immer regelmäßig sein. Was machen wir hier? Also, wir haben keine Zeit, oder? Der ist noch stabil, aber nicht mehr lange. Warte mal, Magnesium habe ich dir schon gegeben. Durfte ich das geben? Ja, schaden kann es nicht, aber es bringt da nichts. Du bist ja nicht ein Torsat de Poix, oder? Ah, kann ich da Adenosin versuchen? Ha? Nee. Kein Fall. Wieso kein Adenosin? Wieso kein Adenosin? Weil es nicht regelmäßig ist. Leute, bei jeder Diagnostik, wenn du Adenosin geben willst, dann wirst du ihn einfach Knoten abbrennen. Für 10 Sekunden, oder? Aber das muss regelmäßig sein, oder? Weil es unregelmäßig ist, kommt es aus verschiedenen Vorziehen. Und wenn es so schnell ist, dann kannst du nicht durch den AV-Knoten gehen. Oder wenn es so schnell ist. Also teilweise ja. Manche ja, manche nicht. Was ist das? Das ist ein typisches Bild. FBI heißt es manchmal Fast. FBI, das ist so ein schöner Google-Term. Das könnt ihr in Google dann eintun. FBI, ECG, aber nicht FBI, aber FBI, ECG. Fast, Broad and Irregular. Ja? Das ist ein typisches Bild eines Vorflimmerns mit einem Wolf-Parkinson-White-Syndrom. Ein Vorführer mit Präexzitation. Das heißt, uns hilft kein Blocker, Amiodarone,
und hilft, es ist auch, sieht auch nicht metabolisch aus, es ist ja relativ nicht zu weit. Das heißt, was machen wir bei einem Patienten, der ist stabil? Den geht es noch gut, aber kommt drauf an, wie lange wir philosophieren. Oder? Also eben hört sich jetzt für erstmal blöd an, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll, weil sie mir wieder Strom geben, bevor ich gar nichts mache. Richtig, da gibt es keine andere Möglichkeit. Ach, du musst Strom geben, weil du kannst nicht Erfolg und Noten abbrennen, oder? Weil es geht durch die Operation. Und dann kann entstehen, dass es nur durch die Operation geht, dann wird es noch schneller und das kann zu einem Kammerflimmern kommen, zu einer Reha. Also klar, dass er auch keinen Puls mehr hat. Ja, das heißt, du gibst nur Sprung, du kannst es nur wieder einstellen, ja, und dann muss man ihn natürlich abladieren, die aberrante Sache muss man abladieren. Du hast gesagt, die werden regelmäßig. Ja, genau. Switching the points, doch sagt der Pur, immer ja. Aus anderem Fokus, aus der Kammer, kommt ein Beat, exotischer Beat, der immer schnell ist, genügend schnell, dass der Vorhof nicht kommt. Ja? Delta Well ist der Vorhof Parkinson Light, was noch quasi kompensiert ist. Ja, Delta Well ist ein, da siehst du, dass es durch die Operation geht. Mhm. Ja, die ist dort, aber es ist viel zu schnell. Du musst den Sinus haben. Du musst einen Sinusrhythmus haben, BQ. Und dann siehst du die Delta-Welle. Also wenn die im kardiovertieren, oder? Hier ist noch eine EKV. Dann findest du einen Sinus und dann siehst du die Delta-Welle. Nicht bei allen, bei vielen schon. Das heißt nicht, wenn sie nicht da sind, dass sie keinen hat, oder? Aber in der Regel sollte man ihn sehen. Sollte man ziehen. Und dann kann man auch abladieren, elektrophysiologisch untersuchen und die aberranten Schand zwischen den Kammern und den Vorhofen abbrennen. Ja? Also, ihr könnt kein Beta-Blocking. Ich hätte die alle umgebracht. War nichts, aber du warst beschissen. Was. Alles, was die Dings abbremst, schadet dem Patienten. Ja. Und deswegen ist es cool, weil ich sage das, ich habe das schon tausendmal erzählt, aber es ist eigentlich simpel, aber man muss immer zum ersten Schritt kommen, oder? Du hast es ja auch schon ein paar Mal gehört, aber man kommt immer zu dem Schritt, man muss sich die Fragen stellen, man muss wissen, wo man was macht. Ja, also eine Rule of Thumb Regel ist, alles regelmäßig kannst du blocken, aber nicht unregelmäßige Rhythmen. Die kannst du nie mit einer Sehen blocken, oder? Blocken, wie tun wir blocken? Ja, erstmal schön, würde ich mal sagen, so cool, klinisch mit Wasava manövern. Und wenn das nicht hingeht, dann gehen wir auf Adenosin. Ja, das ist super schön, wenn er es mit Wasava hinkriegt. Und man muss das auch machen, weil sonst kommt man draußen und dann macht man nur immer CTs und gibt Medikamente. Weil vieles, was man klinisch hinkriegt, das ist, ich glaube, das ist die größte Freude in der klinischen Medizin, wenn man gerade so relevante, gerade im Notfall klinischen kriegt. Be sure the rhythm is really regular when you give Adenosin. Tja, was machen wir hier? Schauen wir wieder, wie schnell das ist. Mhm. Das ist schnell. Ein Kästchen breit, oder? Ja. Genau, also wie schnell ist das? 150. Ein Kästchen, oder? Zwischen hier. Schaut mal, hier ist ein Kästchen nur. Wie viel ist das? Eine Box. 200. Nee. 300. 300. Ach, 300. Ja? Das ist ein guter Pickup, dass da was nicht stimmt. Dass da eine Aberration ist. Oder ein AV-Kopf schafft das nicht. Eine Kammer schafft das auch nicht. Mhm. Oder? Mhm. Eine Kammerdach, die geht bis 200, 180 vielleicht, nicht mehr. Aber wenn etwas 300 geht, dann ist es ein Vorflimmern.
dass da wohl alles überleitet wird, oder? Vorfälle, ich 600 fast. Aber es wird alles überleitet und das kann ein Knoten nicht. Ein supraventrikulärer Rhythmus muss der Knoten überleiten, das schafft er nicht. Ein Flatter 1 zu 1 ist selten, oder? Es gibt nur 2 zu 1, also der häufigste 2 zu 1 und dann geht es noch langsamer. Aber wenn es 300 gibt, dann ist dort was nicht gut. Das heißt, zwischen den Knoten im AV-Knoten ist ein anderer Weg, ein Fast Track, ja, eine Highway to Hell. So, hier. Das ist ein 150er Rhythmus. Genau. Nach Welt. Genau, wie breit? Also zu breit. Gut, Schluss. Nicht mehr nachdenken. Ja, er hat es schon gelöst. Es ist regelmäßig und es ist zu breit. Es ist natürlich nicht super langsam, so wie wir es hätten gerne, aber 150 ist auch nicht super schnell. Ja? Zu breit. Ja? Bei 150, was sind Differentialdiagnosen? Was ist in eurer Diagnose? Was kann das sein? Ja, Intox, Tox, metabolisch. Aber ich sagte, im reellen Leben ist das schwer zu sagen, wann ist der Kurzkomplex breit. Weil jemand könnte sagen, ja, das ist einfach die Strecke. Weißt du, also du musst wirklich ein bisschen Auge darauf haben. Nehmen wir mal an, dass es nicht zum Kurzkomplex gehört. Und da geht er halt 150 pro Minute. Das heißt, was sind unsere DDs? Dann könnte ich ja sagen, es ist supraventrikulär, oder? Ja, zum Beispiel. Genau, 2 zu 1, 150. Immer, denkt immer dran. 150 plus minus 20, immer flattern. Oder? Sinustachykardie kann sein, oder? Das kann eine Sinustachykardie sein. Und die ganzen toxischen metabolischen Ekel sind eigentlich Sinustachykardien, die ganz breite Kurzkomplexe haben. Oft ist es so, oder? Hyperkalämie macht nur die P-Wellen fast weg. Das heißt, was sind unsere Maßnahmen? Weil eigentlich ist nicht wichtig, wie ich das Kind benenne, aber ob ich etwas mache, was ihm hilft, aber sicher nicht schadet. Wir im Notfall, wir denken nach, was kann ich machen? Auf jeden Fall will ich aber nicht schaden, oder? Zum Beispiel das Amiodaron. Deswegen lernen die Red Flags nicht schaden, nicht Adenosin Amiodaron. Wann nicht? Darum geht's. Ja? Was können wir hier machen? Und hier ist regelmäßig. Ich will dir Strom geben. Ja, aber es ist regelmäßig, hast du doch gesagt. Ja. Du kannst auch Adenosin geben. Ja. Du kannst auch Wasser probieren. Beim Flatter und dem Maske isst du das, oder? Mhm. Aber zum Glück haben wir einen Patienten, der ist vor uns, oder wir sind nicht in Indien, dass wir CTs beschreiben oder so, oder EKGs. Und wir haben seine Diagnoseliste, wir haben seine Medis, wir haben alles, oder? Man kommt in die Hinweise, dass es eine Hyperkalämie hat, eine chronische Niereninsuffizienz, oder ist Dehydriert. Oder hat einfach Dialysepatient, Diabetiker. Wisst ihr, das hilft alles, oder? Das sind so Red Flags, das neigt zu toxischen metabolischen, das kann nicht schaden. Also eigentlich Calciumgluconat oder Nabic würde ich geben. Besonders, ich suche dann auch und für mich sind diese Tabellen etwas spitz. Ja, ich weiß jetzt nicht, was rauskommt, ich habe es nicht auswendig, EKGs, was hinter denen ist, aber die Tabellen sind für mich spitz. Wir haben eine Ride, ein Deep S hier und Tall R-Ray für V1, also es kann gut eine Hyperkalämie sein und ein Atriumkanalblocker Aktivität. Das hier ist ein Atrium. Was hast du gemeint? Was sind P-Wellen? Deine T-Wellen, dachte ich, sind vielleicht für mich P-Wellen. Dir? Ja. Ja, wo sind die T-Wellen? Gibt's nicht. Aha.
Weil T-Wellen sind immer dominanter zu den P-Wellen. Also dieser Patient hatte einen Atemkanalblocker, Toxizität. Wieso? Weil wenn man die Möglichkeit hatte, hat man gesehen, der Diagnoselisten ist ein Antiarrhythmikum-Plikarin. Und dann haben wir es. Oder dann geben wir Nabic. In dem Fall, und das ist unser letztes, weil die Zeit zieht sich. Also immer Schritt für Schritt drei Fragen und dann was machen. Also die Frequenz sind halt ungefähr, keine Ahnung, zwei Kästchen. Aha. Also so 150 oder was? Ja, zwei sind 150. Ein bisschen mehr, dann ist es halt langsamer als 150. Gut. Ja. Dann ist es regelmäßig, ja. Ist es regelmäßig? Ja. Schon, genau. Ihr müsst auch keine Angst haben. Oft, wenn sie unregelmäßig sind und sind in der schnellen Phase, dann sieht man eigentlich, dass sie zum Beispiel so vorflimmern, demarkiert sich besser. Also wenn das schnell geht, dann wird es unregelmäßiger. Oft die eufrequenten Vorflimmern, die sind meistens langsam. Und diesen Vorflimmern sieht aber relativ regelmäßiger aus. Ja, und zu schnell, dann hat es auch oft ist es dann das Vorflimmern mit einer Aberration, das ist dann polymorph ist. Ja, also oft ist es nicht so schwer zu sagen dann. Also es ist regelmäßig, es ist slow VT, es ist eine slow breit komplex HKD und wie ist die Breite? Hey. Ja, genau, es ist schon an der Grenze, aber zum Beispiel das hier. Ja, das kommt schon fast in eine Box. Ich würde tippen, das ist toxisch-metabolisch. Ja, ich sehe hier aber keine dominanten T-Wellen zum Beispiel. Ja, es muss aber nicht sein. Aber und wir haben ein dominantes RNA vorher und in V1 war Right Shift. Das ist von den toxischen Metabolischen, könnte es sein, dass es ein Natriumkanalblocker ist. Mhm. Ja, das ist ein Natriumkanalblocker, weil der ist hier unter dem. Oder hier haben wir dieselbe Situation viel zu breit und eigentlich gucke ich dann Natriumkanalblocker oder etwas anderes, weil oft schwere Azidose, also selbst sieht man am Patienten. Ja? Oder eine Medilista und hier gucke ich dann eigentlich T-Wellen. Ja? Das kann auch eine Hyperkalämie sein, aber auch Natriumkanalblocker. Calciumgluconat und Calciumgluconat und Natriumbicarbonat. Ja, und das sind die Merkmale. Right Butt Axis ist eine Sinustrichter, die eigentlich das macht. Und das R ist sehr hoch in AVR, das QRS ist breit und manchmal zeigt es eine Pseudobrugada, oder? Hier geht es so nach oben. Das ist eine ST-Depression. So, meine Lieben, das ist das, was unsere Zeit angeht. Habt ihr zudem noch Fragen? Sollen wir noch etwas klären? Also vielen Dank und ich freue mich auf euch das nächste Mal.